Ja, hallo ihr YouTuber und Zelda-Fans da draußen. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich spiele die Super Nintendo-Version von The Legend of Zelda: Link to the Past, weil ich sie schon ewig nicht mehr gespielt habe. Schon Jahre her. Und ja, das Besondere bei diesem Spiel hier, da lag auch eine Karte bei, wie man hier sieht. Das war die Karte von Hyrule. Ja, richtig rum. Und ja, gleichzeitig auch noch ein paar Infos zu den ersten drei Dungeons. Ja. Und was noch interessant war, da lag auch eine kleine Hilfe bei von Sahasrara, streng geheim, noch versiegelt. Werde ich auch nicht auspacken hier, sieht man hier. Und ja, dann rede ich nicht lange, schnapp mir das Modul und rein damit in die Konsole. Also dann, bis gleich. Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin euer Handet und heute spielen wir das Spiel The Legend of Zelda, The Link to the Past. Ja, ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ich habe es zwar schon mal vor Jahren gespielt, aber ja, wird endlich mal wieder Zeit, es nochmal zu spielen. So, und ich sage noch mehr da gleich dazu, aber wir haben erstmal ein Intro hier. Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht, Triforce. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Ganz böse. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeiten ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Fluganlage ins Schloss. Oh, wie sieht denn der König aus? Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Sieht mir aus, als wäre er tot und nicht verzaubert, aber gut. Da ist Prinzessin Zelda. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte, ja, Nachfahren der sieben Weisen waren, eine nach der anderen. Ja. Nein, tu es nicht. Wir können nichts dagegen tun. Das ist ein Intro. Bah. Und einfach mal wegteleportiert. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Dann müssen wir uns beeilen. Hopp, hopp. ja, sehr, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ja, und da fängt hier der Anfang doch mal an. Dann, ja, fangen wir hier ein neues Spiel an. Also, wie gesagt, die Spielstände hier, die sind von, ja, vom Vorgänger, der das Spiel besessen hatte. So, einfach mal anfangen und. Wie man mich kennt, mache ich immer meine Initialen rein, also meinen Nicknamen. Nicknamen, wenn er passt. Nickname. Namen. Undead, genau. Und Ende. Sehr schön. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Ah, ich muss drücken. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe! Undead, ich gehe kurz fort.
Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Ist natürlich jetzt auch die Frage. Ja, gut, wir bleiben jetzt einfach mal sitzen und warten den ganzen Tag, bis er wieder da ist. Nee, natürlich nicht. Ist natürlich die Frage, ob jetzt nur wir das gehört haben oder ob das, ja, der Onkel von Link oder von Undead hier gehört hat. Ja, da haben wir unser erstes Item. Du hast die Lampe, jetzt kannst du Fackeln anzünden. Drücke Y. Ja, deine magischen Kräfte reichen nicht aus, um dieses Gegenstand zu benutzen. Ja, so viel zum Thema. Und hier haben wir Herzchen, falls wir ja, uns auffrischen wollen. Gleich mal raus hier. Uiui, und es stürmt ganz schön. Ja, wir haben noch gar keine Waffe, kein Schwert und nichts. Ich könnte mich hier jetzt auch umschauen, aber ja, die lassen uns hier halt nicht durch. Was machst du denn hier so spät noch, Junge? Geh doch nach Hause. Wenn du erwachsen bist, kannst du so lange wach bleiben, wie du willst. Naja. Also, keine Erkundungstour. Wir müssen schnurstracks zur Burg. Ach ja, dieses Spiel hier. Immer noch eines der besten Spiele für Super Nintendo. Und sehr gut gealtert, muss man auch sagen. Guck mal, hier schöne Herzchenwege. Der lässt uns auch nicht durch. Hehe, du kannst doch hier nicht einfach so in die Burg hineinmarschieren. Kinder sollten um diese Zeit längst im Bett liegen. Menno, gut, dann gehen wir wieder zurück. Nee, natürlich nicht. Ach ja. Wenn ich das Spiel nicht schon kennen würde, würde ich ein bisschen ernster rangehen, aber ja, komm, es ist Zelda. Das könnte man bei anderen Spielen machen, die ein bisschen ja, ernster sind, sage ich mal. Und hier haben wir kein Versteck. Gleich mal rein hier. Ah! Und zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Hilf mir, ich bin im Verlies. Achso, das ist immer noch Prinzessin Zelda. Hilf mir, ich bin im Verlies der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Ja, dann gehen wir gleich mal hin. Oh, Undead, ich wollte dich nicht mit dieser Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kraft aufzusammeln und lass los, um zuzuschlagen. Bitte, Undead, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr. Ja. Und da liegt er. Ja, ich könnte jetzt, ja, gut. Lass mal einfach zurück. Sagen wir nichts weiter. Ne, also, der ist nicht tot. Am Schluss lebt er sogar noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt dann aber nur geschwächt war. Ja. Das hier sind so die einfachsten, die einfachsten Ritter, weil die gucken sich um und ansonsten interessiert sie gar nicht, was wir hier machen. Wir bleiben hier einfach stehen und, ja, das juckt die nicht. Oh, hier haben wir endlich ein bisschen Energie bekommen. Und 5 Rubine, sehr schön. Unser erstes Geld. Da könnten wir jetzt hier zum Beispiel die Fackeln anmachen, aber ist nicht unbedingt notwendig, wir sehen ja so genug. So. Und ja, was gibt es eigentlich sonst noch zum Game zu sagen? Also das ist wirklich Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Übrigens hier mal die Attacke zum Aufladen. Ich denke mal, jeder kennt die. Und ich muss sagen, ich kenne zwar noch alle Bosse und so größtenteils auch die Dungeons, aber ich habe keine Ahnung mehr, was für Geheimverstecke alles gab für die Herzteile. Und ich würde schon ganz gerne das Spiel auf 100% spielen. Und ja, vielleicht, wenn ich irgendwo, später hinaus vielleicht bei einer Herzteilsuche gehe, dann könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, falls ich da irgendwie wirklich ganz offensichtlich irgendwas übersehe. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt bei dem Spiel jetzt nachgucken wollen, wo die Herzteile versteckt sind. Ein paar kenne ich auf jeden Fall noch, aber nicht alle. Ich bin gerade überlegen, wo muss ich denn hin? Also ich muss in den Kerker, aber ja, so die Dungeons habe ich natürlich auch nicht auswendig im Kopf. Auch wenn es eigentlich hier das erste Gebiet doch eigentlich sehr einfach sein müsste. Ich kann mal echt nochmal gucken. Irgendwo ging es nach unten und Na, auf jeden Fall ist die Musik sehr schön. Ist es immer. Also in jedem Zelda. Ich kenne kein Zelda, was eine schlechte Musik hat. Selbst die Zelda-Teile, die ich nicht so mag, wie zum Beispiel hier Spirit Tracks für den DS. Furchtbar. Also von der Story her alles schön und gut, aber das mit dem Zugfahren, das ist nicht gut. Nee, das hat mir nicht gefallen. Besonders, wenn man dann immer so gebunden ist. Ach, die geht so unten noch. Ja, da war ich schon richtig. Okay, passt schon.
Ach ja, ich habe auch schon irgendwie fast befürchtet, dass ich vielleicht dem Game überhaupt nicht gerecht werden kann hier. Weil, wie gesagt, ich habe es nicht so oft gespielt wie manch andere. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich kein Zelda-Fan wäre. Oh, ja, hätte man lesen sollen, die haben hier die Karte gefunden. Aber, ja. Ich bin jetzt nicht so großer Fan, als dass ich jetzt sagen müsste, dass ich die ganzen Spiele 100 Mal durchgespielt hätte. So wie es vielleicht andere Fans machen. Aber man kennt sie halt trotzdem. Na, komm, mal runter. Die fiesen Wachen. Das hängt da ganz komisch. Ja, was ich irgendwie so leicht vermisse, ist, ich habe ja... Ah, verdammt. Zelda 3 Force Heroes gespielt und wir müssen aufpassen hier. Dieses Zelda ist übrigens noch als sehr schwer bekannt, wenn man sich treffen lässt, weil man verliert sehr viele Herzen. Vor allem, jeder ist durch den Boden gefallen. Was wollte ich eigentlich mal sagen? Wegen dem Schwierigkeitsgrad, ja. Also man muss da einfach aufpassen, dass man sich am besten nicht treffen lässt, weil gerade am Anfang verliert man noch sehr schnell sehr viele Herzen. Ach ja, wenn ich die Musik höre hier. Krieg sofort gute Laune. So, weiter geht's. Das heißt, ganz einfach sich nicht treffen lassen. Hier brauchen wir einen Schlüssel, okay. Ja, toll, so wie zum Thema. Weil hier gibt es noch keine Viertelherzen, sondern nur halbe Herzen, wie man oben rechts sieht, bei der Energie. Da haben wir vermutlich einen Schlüssel drin, ja. Der Anfang ist ja, läuft nicht seitlich hier, ist noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Und wir haben den Boomerang. Der Boomerang, wähle ihn mit dem Startknopf aus und benutze ihn. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber mein PC dreht gerade so ein bisschen am Rad, keine Ahnung. Er rauscht so ein bisschen. Ach ja, wartet mal. Pausenmenü. Sehr schönes Pausenmenü übrigens. Da haben wir unseren Boomerang. Damit können wir dann jetzt auch Gegner betäuben, wenn wir sie treffen und auch Gegenstände zu uns holen, die weiter entfernt sind. So, immer tiefer in den Keller, in den Kerker. So, und da ist der erste, mit dem wir konnten dann, glaube ich, auch schräg werfen. Ja, genau. Ich glaube, ich muss ja echt mal einen anderen Controller besorgen hier. Ich habe keinen Original Super Nintendo Controller mehr, sondern hier so ein Dritthersteller Controller. Und irgendwie, ja, ist das Steuerkreuz nicht so gut. Das habe ich auch schon bei anderen Spielen gemerkt, auch bei den Gameboy Spielen. Ich versuche hier zum Beispiel ein bisschen schräg zu laufen und dann läuft er eher nach unten anstatt nach unten rechts. Ah, nicht treffen lassen. Ich habe auf jeden Fall auch vor. Oh, eine große Schlüssel. Sehr schön. Du hast den großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Machen wir gleich mal hier auf. Ja, warte mal, hier könnten wir uns, glaube ich, kurz heilen. Kurz den Kerker aufgemacht und Prinzessin Zelda guckt einfach, ja, was machst du denn? Komm mal rein und red mit mir. Da bin ich doch. Ich danke dir, Undead. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Undead. Die Burgwachen stehen alle unter Arganims magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich hab solche Angst. Verstehst du mich? Ja. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang, dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Ja, aber dann vorher noch die Rubine einsammeln. Rubis, immer schön, immer gut. Brauchen wir später sowieso noch einige. Und ich habe nicht unbedingt vor zu farmen, deswegen nehme ich einfach jeden mit, den ich sehe. Außer es ist vielleicht ein grüner, nicht unbedingt. So, schnell nach oben. Zelda bleibt schön hinter mir, dass hier nichts passiert. Ach, die Musik hier. Einfach schön. So, ich denke mal, die Gegner sind auch nicht gerespawnt. Okay, die sind alle schon weg. Ich glaube, ich hätte abkürzen können oben rum, aber gut, jetzt laufe ich einfach hier unten lang, wenn ich schon dabei bin. Zelda, nicht so langsam. Ah, ich glaube, außer die runtergefallen sind, die sind noch da. So, weg mit dir. Ja, die sind alle runtergefallen vorhin, deswegen sind die alle wieder da. So, einmal, zweimal, dreimal. Der andere sieht uns nicht, den können wir einfach da stehen lassen. Ja, ein bisschen spät gemerkt. Ach ja. So, jetzt den brauchen wir nicht. Und weiter. Ach ja. Der ist wieder da, okay. Hat vermutlich auch was mit dem Screen, mit den, der Screen-Reihenfolge zu tun, wann die Gegner wieder da sind. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann.
Weg. Na gut, die können wir ja schön da bleiben lassen, wo sie sind. Ich finde auch immer sehr schön, dass man auch so auf Details geachtet hat. Man hört zum Beispiel noch ganz leicht außerhalb den Sturm. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Gut, dann gehen wir in den Thronsaal, wie uns geheißen. Da sind wir. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Sehr gut. Ja, stellt man sich mal vor, wenn man die Lampe nicht dabei hätte. Dann wäre es wirklich stockfinster hier. Da würde man, glaube ich, nicht mal diesen Lichtkegel hier mehr sehen. Na, Achtung, Ratten. Ach ja, wartet mal. Nehme ich doch mal die Fackel mit. So, damit man wenigstens ein bisschen was sieht. Immer schön aufpassen auf die kleinen Ratten hier. Typische Standardgegner, wie man sie sonst auch kennt. Man könnte schon so sagen, die Rettung von Zelda ist, schon so eine Art Tutorial. Oh, das kennt man ja heutzutage eh von jedem Spiel. Achtung, nicht treffen lassen. Alter, sind das viele. Na. Ich stelle mich auch wieder an hier. Wie gesagt, ich habe vor, nicht zu sterben. Feen und sowas nehme ich mir dann später auch in die in den Flaschen mit. Achtung, Fledermäuse. Ich will ausweichen. Ich muss auch wirklich mal aufpassen, dass ich mal, ja, ich sag mal, einfach mal ein bisschen besser spiele. Dass ich nicht einfach mal in jeden Gegner reinrenne und, ja, wisst schon, was ich meine. Schlüssel, brauchen wir. Sehr gut. Gleich weiter hier. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht unbedingt vor, das Game zu rushen. Undead, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, die Ratten können nicht ins Wasser. Da haben wir zumindest so einen kleinen Vorteil. War hier noch irgendwas versteckt? Eieiei. Gut, wenn man im Wasser steht. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter. Rubine. Jeden Einzelnen erzählt. Ach ja. Ich habe auch mitbekommen, dass für Leute, die das Spiel wirklich auswendig kennen und was weiß ich, wie oft durchgespielt haben, die schaffen das in einer sehr kurzen Zeit. Achtung, nicht in den Gegner reinlaufen. Hä? Uns hat doch die gerade getroffen, wieso haben wir keine Leben verloren? Machen die doch nur ein Viertel Schaden, dass man das dann so nicht sieht? Interessant. Ach ja, ich muss ja mal was anderes erzählen. Das war ja auch mein allererstes Zelda. Und ja, der Grund war, warum ich das Spiel gespielt hatte. Obwohl ich muss dazu sagen, wir hatten zwar damals ein NES, aber ich hatte nie Kontakt zu Zelda, also das war erst zu Super Nintendo Zeiten und dann auch nur, weil unser Nachbar es hatte und er hatte mir das Spiel dann ausgeliehen, ich habe das öfters bei ihm gespielt und hatte dann einmal aus Versehen seinen Spielstand gelöscht und der Spielstand war so weit, dass er halt vor Ganon stand, vom Endboss und als Strafe, muss man dazu sagen, hat er mir dann das Spiel ausgeliehen, hat gemeint, ich darf es ihm erst wieder zurückgeben, also er hat gesagt, er hat dann von mir verlangt, dass ich das Spiel wieder für ihn durchspiele. Und ja, das habe ich dann natürlich gemacht. Witzigerweise habe ich dann danach erfahren, dass er das Spiel nie durchgespielt hatte. Sondern, weil am Ende steht noch eine Zahl, wie oft man gestorben ist. Nicht treffen lassen hier. Warum verliere ich eigentlich keine Herzen mehr? Verliere ich doch nur ein Viertel, dass man nicht angezeigt bekommt? Na, auf jeden Fall hat er dann gesagt, hatte ich dann das Spiel durchgespielt. Und dann hat bei mir eine Zahl gestanden, ja, mit 199 Tode. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Ja, einer ist der falsche, einer ist der richtige. Weil ich weiß gerade auch nicht mehr, welcher nochmal richtig war und welcher nicht. Ja, und das hat man einfach daran gesehen, dass diese Zahl halt am Ende angezeigt wurde beim Spielstand. Und... okay, das war der falsche. Achtung. Eine Schlangenfalle. Wer baut denn hier überhaupt so eine Schlangenfalle ein?
Für wen denn bitte? Wenn nur die königliche Familie diesen Versteck hier kennt. Zieh an diesem Hebel und drücke zum Öffnen, um die Tür zu öffnen, drücke A-Knopf und schlage raus nach unten. Ja, das wissen wir schon. Und raus hier. Naja, und auf jeden Fall habe ich es dann ja mit 199 Toten durchgespielt. Ich habe da auch gar keine große Acht drauf gehabt, als ich jetzt sterben könnte oder nicht. Wie gesagt, das war mein allererster Kontakt zu Zelda. Mir war es eigentlich egal, ob ich immer wieder von vorne anfangen musste. Ein Wunder, Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Undert? Ach ja, die Musik hier. Vor der Musik hatte ich damals immer Angst irgendwie. Keine Ahnung wieso. Ja, richtig. Undert half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aghanim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, dann kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Undert, lass nicht. Bitte, Undert, lass nicht zu, das wunderschöne Hyrule in diesen Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage, bitte. Ja, ein Kind, vor allem. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du doch wissen, Junge. Ach, das sagt der Priester. Ja, es ist halt ein bisschen blöd, weil es da nicht angezeigt wird, wer was sagt. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weißen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda, versteck dich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralars auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja. Und hier kriegen wir unser erstes Herzteil, so wie ich weiß. Können wir die Tür und Truhe nicht von der Seite. Nur von vorne? Na gut. An den ganzen Herzmodell sogar. Ein Herzcontainer. Dein Herzzahl ist gestiegen. Sehr schön. Besuche Dorfältesten, er kann dir mehr über das Masterschwert erzählen. Ja. Undert, pass auf dich auf. Ich hoffe, dass du gesund wieder zurückkehrst. So. Aber ich würde mal sagen, das war's mit dem ersten Part. Passend zur Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part. Ciao, ciao.